Weiter geht's mit einer weiteren Folge mit Final Fantasy 2, meine lieben Freunde. In der letzten Folge hatten wir, wie ihr schon seht, Salamand betreten und wir hatten ein bisschen die Rüstung reingebracht für Maria und die anderen. Minwu ist natürlich unser Side-Guest-Charakter, der uns halt die dritte Reihe füllt. Wir sind jetzt nun hier in der Höhle, in der Mine des Wasserfalls, wo sogar die Zwangsarbeiter gefangen gehalten werden von dem Imperator. Wir reden jetzt ein bisschen mit den Leuten, was sie jetzt zu sagen haben hier. Bitte befreit uns! Er sagt auch dasselbe. Ich will nach Hause! Neli, das wird auch wahrscheinlich auch noch eine kleine Rolle spielen. Beria und die anderen, ihr seid unsere Rettung. Besten Dank, Jungs. Dir auch, Maria. Das ist Josefs Tochter, Neli. Borgin, dieser Dreckskerl, hat sie entführt und als Geisel festgehalten, um Josef zu erpressen. Ihr sollt Prinzessin Hilda das Mithril bringen, ja? Dann seid ihr bei mir goldrichtig. Ich hab so meine Beziehungen und wusste, dass ich das Mithril hier finde und wollte euch zuvorkommen. Hätte bestimmt eine satte Belohnung gegeben, nur bin ich leider selbst in eine Falle getappt und saß hier fest. Wie auch immer, ich werde mit den Gefangenen hier das Weite suchen. Wir sehen uns. Na dann. Wie es aussieht, hat er etwa Informationen über das Mithril. Aber hier geht es noch weiter in Semit. Da sind wir jetzt leider noch in Angriffsnachteil noch, aber das ist jetzt nicht die halbe Welt. Wenn wir jetzt einen nach dem anderen jetzt platt machen. Und die Wächter halten jetzt nicht so viel aus. Ich weiß nicht, was haben die denn bitte schon gegen Firion hier, ne? Naja. Aber Hauptsache, er bekommt ja auch noch mehr Hitpoints. Spendiert. Okay, es macht mir fast gar keinen Schaden. Okay, wir machen jetzt mal eine Flucht. Vorerst Rückzug. Oh, komm schon. Flieh. Ah, es bringt leider nichts. Scheiße. Na gut, einmal Magie schadet der natürlich nicht. Mal sehen, ob wir noch eine Chance haben gegen diese Grünschleimbeuteln. Und tatsächlich. Feuergrimoire. Das habe ich ja schon bereits, aber... Brauche ich ja eh niemanden erlernen, außer wir können jetzt ein bisschen noch rumgucken. Die Schleime sind jetzt ein ganz großes Problem. Weil... Das wäre natürlich nötig gewesen, mit die Äther darüber zu gehen, aber so wie es aussieht, sind wir jetzt ohne die Äther reingegangen. So, dann schauen wir mal, was hier unten gibt. Hier ist leider nichts. Nehmen wir schon mal gründlich nachschauen, bevor wir dann jetzt dann zum Boss voranschreiten. Der etwas tiefer hier befindet. In dieser Höhle. Natürlich den Kerl, der natürlich die Leute gefangen hält. Falls du euch jetzt nur mit ganz normalen Nahkampfattacken einsetzen, weil das Schleim hat jetzt keine andere Wahl, als eine Magie einzusetzen. Wäre super, wenn die ein bisschen Äther droppen würden. Das würde noch ein bisschen die Sache etwas vereinfachen. Und der andere Goblin haut ab.
Was für ein Feigling der auch immer auch ist. Das war's. Okay, da geht's hier runter, aber was haben wir dann dort der anderen Seite überhaupt gehabt? Ich habe keine Ahnung. Nur aus Neugier. Schauen wir mal kurz um. Noch in diesem Stockwerk, da müsste noch etwas sein. Weil da war noch ein kleiner Weg. Ich weiß nicht, wo genau war das nochmal. Ansonsten habe ich mich geirrt. Haben wir noch eine Tür, tatsächlich. Ansonsten setze ich jetzt nochmal einmal Eis ein für Guy. Ja, schade für die Magie-Points, aber was soll's. Der Ballon hält ja immer ein bisschen was aus. Dann reicht schon bald die 90. Super. Ja, war ja klar, das war ja nur eine Falle. Natürlich sind ja Untote, also da haben wir weniger Probleme damit. Ah, oh, die haben alle Counterraten hier jetzt schon in diesem Raum. Was ist mit den ganzen Magic Points jetzt richtig sparsam umgehen, weil ich möchte, dass Maria, dass das Guy und Firion noch einmal mehr Magie haben. Weil der Boss wird jetzt wieder nicht so einfach sein. Min-U können wir ruhig jetzt nochmal mehr Magie einsetzen. Als Heiler. Na bitte, da sind wir jetzt schon mal los. Na, gegnerischer Angriff. Autsch. Mann, die haben irgendwas gegen Min-U oder was? Aber bald, wenn wir dann sehr gute Waffen dann bald haben, sobald wir dann genug Gil gesammelt haben. Natürlich müssen wir auch sehr viele Monster auch beseitigen, damit wir dann extra mehr Geld haben. Jetzt zwingt das Spiel mich wieder dazu, wieder mal Magic einzusetzen. Das Blöde ist, man kann jetzt nicht so richtig einfach fliehen mehr bei diesen Schleimbeuteln, ne? Oh Mann. Zack. Aber wir sind jetzt schon gut trainiert für den ganzen Fight noch. Weil es dann richtig ernsthaft zur Sache geht. So, schauen wir mal jetzt die ganzen Kerle erledigen. Aua. Muss ich aufpassen, dass ich Firion jetzt nicht verliere, weil ich habe keinen Phönixfeder. Und Phönixfeder sind ziemlich teuer.
Ja klar, da war nur rein gar nichts. Boah, das ist ein sehr guter Crit. Knoblauch, das hilft natürlich gegen die Untoten. Ah, da ist der Boss. Gut, dann werden wir mal kurz umgucken. Da gibt es noch eine Magie, die ich natürlich für Maria geben soll. Die ziemlich nützlich sein kann, wenn Min-U dann für eine gewisse Zeit nicht mehr dabei ist. Die uns für die Reise dann sehr, sehr nützlich sein könnte. Hinter dieser langen Brücke gibt es natürlich noch eine Magie. Die natürlich mit einem Monster bewacht wird. Auf erst müssen wir schon mal schön mal trainieren. Bevor wir dann jetzt gegen den Boss antreten. Schöner Hitpoint Boost. Hier befindet sich noch eine Truhe. Ja, tatsächlich, da ist noch eine Truhe. So. Autsch. Schon mal diese Gegner verrecken. Und dann haben wir schon die ersten 100 erreicht. Und hier ist jetzt dieser Raum, wo wir jetzt natürlich jetzt speichern müssen. Weil wir wollen jetzt unnötig wieder neu starten. Denn hier befindet sich ein Gegner, der natürlich ein spezielles Magie dann für uns für die nächsten Zeit des Spiels dann nötig wäre. Den wir natürlich auch noch hier in dem Magieshop bekommt, aber es ist definitiv trotzdem lohnenswert, es zu holen, wenn ihr gut gelevelt seid. Aber mal sehen, ich habe mir deshalb nur gespeichert, weil wir sonst dann sofort wieder zurück geportet werden zum letzten Save. Das wollen wir natürlich verhindern. Nun gut, genug gelabert. Lasst uns jetzt mal den Beam Grimoire holen, aber da ist ein unerwarteter Kampf. Und zwar mit der Landkröte. Mal sehen, was wir können da nehmen. Und ja, der zieht aber sehr viel Hitpoints ab. Der könnte entweder Eis oder Feuer sehr nützlich sein. Aber der ist mit einem Hit schon down, weil wir so gute Magie eingesetzt haben. Damit gehört jetzt uns das Grimoire Medica uns. Und ihr fragt sicherlich jetzt, was ist denn eigentlich Medica? Nun, wir haben das natürlich auch eingesetzt für... Oder war das die Beam-Grimoire? Also Beam-Grimoire, nicht Medica. Also Medica ist natürlich so eine Magie, wo man natürlich die ganze jegliche Statuswerte wegtut. Beam wäre sehr nützlich für Maria, denn Beam ist natürlich eine Art Magie, die dient wie ein Teleporter. Also wenn ihr zum Beispiel zu tief in den Dungeon kommt und habt keinen Bock, die ganze Dungeon nach oben zu klettern, dann ist Beam natürlich sehr, sehr nützlich für euch. Aber ihr müsst damit Acht geben. Das zeige ich euch dann gleich später, was dann passiert, sobald wir dann den Boss hinter uns gebracht haben. Aber wir haben eh sehr viele Magic Points, also das müsste schon definitiv reichen für den Bossfight.
Es wird wahrscheinlich jetzt der Anführer sein, der natürlich das Mithril jetzt beschützt. Aber werden uns das Mithril jetzt in die Mangel nehmen? Natürlich haben wir jetzt leider mit ein paar einigen Monstern auf dem Weg jetzt noch konfrontiert. Aber das juckt uns wenig. Denn die Ballons und die Goblins sind ja locker down, genauso wie die Goblins-Wächter. Und, naja, die Grünschleime sind eher die größten Plagegeister. Da hilft sowieso keine Nahkampfattacken. Da müssen wir natürlich Magie einsetzen. Notfallsweise. So, gehen wir wieder mal über die Brücke zurück. Aber die Splinter sind sowieso nur kleine Bäuschen, die wir dann bald zähmen werden. Und da ist schon auch schon der Boss. Leider habe ich jetzt keine Tränke dabei, also nur High Potion und ein paar Potions hatte ich noch dabei gehabt. Aber ich glaube, es wird schon weniger Probleme dann machen. Glaube ich mal zumindest. Aber das sollten wir jetzt mal vollständig heilen noch einmal. Bevor wir dann richtig loslegen. Schon mal speichern. Falls wir Game Over gehen. Und ja, natürlich werden wir jetzt auch noch von ein paar Gegnern auch überrascht von dem Bossfight. Ist ja klar, das ist so unnötig. Soldat hätte aber sehr viel aus. Und das Potion kommt ja gerade recht. Jetzt nochmal richtig ernsthaft jetzt speichern, damit wir jetzt nicht nochmal von vorne portiert werden. Und reden wir mal mit diesen Wächter hier an. Rebellen! Wie konntet ihr nur hierher gelangen? Aber das Mithril ist unser! Ihr werdet uns hier in diesem dreckigen Loch verrecken! Sergeant. Und der Sergeant ist ziemlich fies. Also dieser Kampf ist nicht so sehr einfach, wie man das vorgestellt hätte. So, tun wir jetzt mal schnell kurz heilen. Sollen wir jetzt mal Protesse auf alle einsetzen. Also hört ein bisschen die Abwehrkraft. Deshalb tue ich jetzt mal das hier einsetzen. Ja, leider hat Marie jetzt keinen Schutz bekommen, so ein Mist. So, damit haben wir jetzt einmal einen höheren Schutz. Aber sicher ist sicher. Mal Blink einsetzen, damit wir dann einen Doppelgänger haben. Damit trifft er uns weniger. Aber ich glaube, der wird schon sicherlich jetzt abkratzen. Im Moment. Damit hat er jetzt niedrige Trefferquote. Auch noch da ein bisschen Magie einsetzen. Und das war's auch schon. Das steckt sich alles hoch. Und da haben wir jetzt schon den Sergeant erledigt. Und somit haben wir jetzt das Mithril erhalten. Und mit diesem Mithril gelangen wir jetzt nun zurück zum Altea.
Weil dort gibt es ja nichts anderes mehr, außer nur ein Wasserfall hier. Aber vorerst müssen wir jetzt noch diese Gegner hier besiegen, bevor wir dann jetzt dann bald den Port einsetzen können. Deshalb habe ich jetzt auch weniger Heilattacken, also Heilmagie eingesetzt für Min-U. Weil wir brauchen natürlich das hier fürs Zurückporten. So, 415, das geht ja ziemlich flink. So, dann setzen wir mal Beam ein. Ich hätte drauf teleportiert Opfer an andere Dimensionen oder Gefährten in den Weltmodus. Das müssen wir natürlich einsetzen. Die ist ziemlich nützlich für Dungeons, wenn man ganz tief unten ist. Natürlich hat es einen Nachteil, dass dann euer Gefährte natürlich auch Schaden nimmt. Und zwar ganz im niedrigen Bereich, man sieht es schon hier genau. Also immer schön aufheilen euren Gefährten. Wenn ihr diese Attacke einsetzt, das hat natürlich leider einen Nachteil, aber... So, dann machen wir jetzt nun auf dem Weg nach Altea. Die Frage ist jetzt, wo das sich befindet nochmal. Wir müssen jetzt dann mal einen ganz großen Weg dann begeben. Oder kann man das über den Bach noch runtergehen? Nee. Doch nicht. Wir haben nur so gedacht, wir können da drüber gehen, aber so ist es aussieht doch nicht. Ah, das ist jetzt der Weg, wo jetzt die stärkeren Gegner sind, da will ich jetzt lieber nicht hingehen. Sonst werden wir dann wieder im Over gehen, weil in der Oberwelt gibt es verschiedene starke Gegner. Hängt davon ab, in welchem Territorium wir jetzt befinden. Aber hier sind natürlich die Schwächeren, also... Man muss auch natürlich Acht geben, das ist natürlich eine Open-World-RPG und... Wenn man leider in einem falschen Territorium gerät, dann ist man schon total... ausgeliefert. So, wir bringen jetzt noch das Mithril nach Altea. Das wird jetzt natürlich unsere erste Sache sein. Unterwegs werden wir sowieso jetzt extra mehr Hitpoints sammeln und... Bis jetzt wird es jetzt noch eine kleine Weile dauern, bis wir dann dort ankommen. Natürlich bekommen wir dann bald jetzt bessere Rüstung, bessere Waffen mit dem Mithril. Das wäre auch super. So, mal sehen, was sagt die Karte? Die Karte sagt zu mir, ich muss jetzt dort runtergehen. Natürlich ist es jetzt ein sehr, sehr großer Weg bis nach Altea. Also da werden wir natürlich jetzt ein Luftschiff nehmen, ausnahmsweise. Oder es wäre besser, man würde lieber gegen die ganzen Monster kämpfen und mehr Geld sammeln. Ich würde das hier lieber empfehlen, weil es wäre leider schade für das ganze Geld. Weil 700 Geld kostet natürlich der Flug nach Altea. Und wenn ihr dann keinen Bock habt auf das Luftschiff, dann geht halt zu Fuß runter. Aber es ist ja eh nicht so ein langer Fußweg. Natürlich ist es etwas weiter unten, die Stadt Altea. Blöde Hornisse. Ich hasse Hornissen, in Wirklichkeit auch. Ah, Mann, ihr nervt. Ja, wenigstens bekommt Min-U ein bisschen mehr Hitpoints, je mehr Schaden er nimmt. Also es wird ja dann natürlich auch noch dann das Postgame, also das die Bonus-Content-Story noch verbessern.
Weil Min-U wird ja doch eine große Rolle spielen. Und ja, Leute, es gibt noch was Neues hier in Final Fantasy 2, das habe ich euch noch nicht erwähnt. Ja, früher in Final Fantasy 1 hatte man natürlich zum Beispiel, erinnert ihr euch noch, wir hatten natürlich nur 999 Hitpoints, das war das Maximale, ab Level 50. Und hier in Final Fantasy 2 war das erste Mal implementiert, dass es weit über die Grenzen geht, also bis auf 1000, bis über die 9999 Hitpoints. Das wurde auch jetzt nun offiziell für alle Final Fantasy Teile dann implementiert. Final Fantasy 1 war das einzige, was nur mit dreistelligen Hitpoints Bereich geht. So, machen noch eine kurze Rast. Nein, noch ein, dieser kleine Goblin will uns noch stören, ne? Jetzt gehen wir mal schnell zur Rast, weil wir haben jetzt fast keine Magic Points mehr. So. Ja, jetzt haben wir halt 150 Gil. Kann man nichts machen. Ist leider teuer, aber was soll's. Hauptsache, wir bekommen dann bald mehr bessere Waffen, bessere Rüstungen mit Mithril. Da sind wir noch besser gerüstet für die restlichen Teil des Spiels. Wisst ihr was? Ist ja ziemlich lästig, liebe Goblins. So. Dann wären wir auch schon gleich da in Altia, mal sehen, was jetzt so abgegangen ist. Na, so großartig hat sich jetzt noch nichts verändert. Muss jetzt schon bald dann anders sein. Wir müssen jetzt noch zum Waffenschmied gehen. Der hat natürlich gesagt, er braucht natürlich das Mithril oder sowas. Natürlich diesen alten Mann hier. Also seinen alten Mann, seinen Frieden. Und wir haben natürlich das Mithril. Das geben wir ihm natürlich ihm her. Das ist sogar. Ossa, wenn das nicht das zuckerumwobene Mithril ist, wie lange habe ich darauf gewartet, dieses edle Metall schlagen und formen zu dürfen? Überlasst den Rest mir. Im Nu werde ich euch die besten Waffen und Rüstungen schmieden. Und jetzt steht jetzt ein zweiter Händler dort, der uns jetzt Schwerter und Rüstungen gibt. Die geschmiedeten Schwerter und Rüstungen könnt ihr hier im Laden kaufen. Ja, damit haben wir das auch schon erledigt. Und da sehen wir schon, wir haben jetzt bessere Waffen hier. Nehmen wir halt zwei von dem hier. Naja, was kann man jetzt für ihm geben? Ich glaube, eine Keule wäre nicht schlecht, dass er dann zwei nimmt. So, dann sollen wir mal jetzt mal rüsten. Jetzt mal die Keule für ihn geben. Ja, besser ist gar nicht. So.
Dann lass uns jetzt mal kurz noch zur Rüstungsschmiede gehen. Zum zweiten hier. Ja, da gibt uns jetzt jede Menge von diesen Zeugs hier. Ich wollte jetzt nicht 4 nehmen. Und dem hier. Rundschild durch auch mal weg. Die Brigane brauchen wir auch nicht mehr. Stab brauchen wir auch nicht mehr. Eine Sache, die wir jetzt nicht mehr brauchen, wenn wir jetzt wegtun. Ein Silberharnisch nehmen wir mal weg. Natürlich müssen wir leider ein bisschen mehr Geld sammeln, damit wir vorbereitet sind für den ganzen schwierigen Teil. So. Na gut. Da haben wir schon alles vorbereitet. Also wir können jetzt noch ein bisschen kurz grinden. Und ja, der Part ist auch schon bald zu Ende. Wir müssen jetzt auch schon bald beenden dann die Folge. Sonst wird die ganze Sache jetzt etwas zu lange dauern. Ja. Wir werden das natürlich dann weitermachen im nächsten Part. Also, wir werden noch kurz in Altea jetzt mal kurz noch umgucken, was jetzt noch zu tun gibt. Und ja, damit sind wir schon jetzt im Großen und Ganzen jetzt mit diesem ersten Dungeon durch. Also, mal sehen, was uns das nächstes erwartet. Falls euch dieser Part gefallen hat, lasst ein Like da und falls ihr nicht geschehen, gerne ein Abo, damit ihr mich unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal und schaltet das nächste Mal wieder ein von Final Fantasy 2. Bis zum nächsten Mal, euer Red Pocketendo. Ciao!